Vor einem Dreivierteljahr etwa habe ich mir dieses kleine Häuschen in Norwegen gekauft. Oder, wie ich gern liebevoll sage, eine Hütte, die so tut, als wäre sie ein Haus. Das kleine Sommerhäuschen wurde 1900 errichtet und seitdem hatte es viele Nutzen erfüllt. Irgendwann später wurde dann etwas halbherzig Wasser ins Haus gelegt und der Anbau, in dem sich das Badezimmer befindet, zusammengeschustert. Im Vergleich zum doch recht kleinen Häuschen ist das Bad sehr groß. Und nachdem ich nun allen anderen Räumen meine Aufmerksamkeit geschenkt habe, kümmere ich mich jetzt um das Badezimmer, das dem Rest des Hauses würdig werden darf und auch diese tolle Atmosphäre widerspiegeln kann. Also, was mache ich hier mit dieser dusseligen Sprühdose? Ich möchte mein Badezimmer renovieren und habe hier mal in Photoshop ein Foto geshoppt. Ah. Mir gefällt das Grün der Wände in diesem Badezimmer nicht. Also nichts gegen das Grün an sich, das ist in Ordnung. Aber einfach die Menge gekoppelt mit diesem Kunstfurniermöbel und diesem schlauchigen Zimmer, ist es einfach kein schönes, gemütliches Bad, das auch dem Rest des Häuschens gerecht wird. Hinter der Dusche ist es auch grün. Und weil ich da ja eben schlecht streichen kann und auch hinter der Toilette zu streichen einfach nervig wäre und auch hier hinter dem Schrank, habe ich überlegt, dass ich diesen hinteren Teil des Badezimmers einfach grün lasse. Den vorderen Teil, den ich einfach streichen kann, den mache ich weiß, um hier auch ein bisschen Helligkeit reinzubringen. Und damit das Ganze nicht so gewollt und gekonnt aussieht und das Grün nicht einfach so an die Wand geklatscht wirkt, habe ich mir überlegt, das Grün als Farbschema aufzunehmen und durch Farbakzente sogar zu... Mir fällt das Wort nicht ein. So darf das Ganze dann in der Theorie aussehen. Ich habe es hier mir einmal vorgephotoshoppt, habe hier eine weiße Wand hingemacht und habe die Schränke jetzt mal in einem Grünton, in einem dunkleren Grünton gemacht. Finde ich schon nicht so schlecht. Ich glaube, wenn das Ganze dann fertig ist und ein bisschen Deko noch an den Wänden ist, kann das sogar richtig cool aussehen. Ich habe mir gestern das einzige Grün, das halbwegs passend ist, im Baumarkt besorgt, dass ich angeblich auf Kunststoff sprühen kann. Ob das funktioniert oder nicht und wie das Zimmer am Ende aussieht, vorher, nachher, sehen wir in diesem Video. Du siehst vielleicht schon, hier wird anders gebaut als in Deutschland. Meine Wände sind auch im Badezimmer mit Holz verkleidet. Und das ist hier tatsächlich keine Seltenheit in älteren Häusern. Fliesen sieht man in Norwegen nicht so häufig und wenn, dann eher in moderneren Bauten. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt und warum sie das machen, kann dir aber versichern, dass ich hier im Haus absolut keine Probleme mit stehender Feuchtigkeit habe. Wenn ich es richtig sehe, wird hier nicht so dicht gebaut wie in Deutschland. Neuere Fenster haben Lüftungsschlitze und in meinem Bad gibt es eine Lüftungsklappe über der Toilette. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in diesem feuchten, kalten Land noch keinen Schimmel in Wohnhäusern gesehen habe. Wie auch immer, die Holzwände geben mir natürlich die Möglichkeit, die Wände ganz nach meinem Vorlieben zu gestalten. Ich bin mit dem ersten Anstrich durch. Theoretisch könnte ich jetzt wieder vorne anfangen, weil die Farbe schnell trocknet. Aber ich habe jetzt den ganzen Tag im Badezimmer verbracht. Und es regnet gerade nicht, deswegen will ich endlich mal raus und einen Spaziergang machen. Und zwar nicht einfach nur einen Spaziergang, sondern einen Spaziergang, der auch was mit der Renovierung vom Badezimmer zu tun hat.
Also das hier ist der Ort, um Treibholz zu sammeln. Wie man hier vielleicht unschwer erkennen kann. Ich brauche ein paar kurze, ein paar lange Stückchen und habe damit was Besonderes vor. Ich habe vergessen, dass hier die Dachschrägen so niedrig sind. Oh, Scheiße. Obwohl. Oh, Mensch. Vicky. Oh. Hirnfurz. Ja, das ist natürlich, so soll es ja nicht sein. Oh, Mann. Da kommt man gar nicht mehr vorbei. Das ist auch nichts. Auch wenn es heute kein Spiegel wird, gibt es an dieser Stelle einmal einen lieben Gruß vom Partner des heutigen Videos. Wie einige von euch sicher wissen, arbeite ich schon länger mit EcoFlow zusammen. Bisher hatte ich so eine kleine mobile Batterie, die ich auf Roadtrips dabei hatte und mit der ich sehr zufrieden war. Und heute und in den nächsten Videos stelle ich die neuen Produkte von EcoFlow vor. Alle Produkte sind für den festen, aber eben auch mobilen Bereich gedacht. Sie haben alle ein schönes Design und wirken sehr wertig. Das hier ist die Wave 2. Das ist eine tragbare Klimaanlage mit der höchsten Kühl- und Heizleistung auf dem Markt. Für die Klimafunktion kommen noch solche flexiblen Rohre hinten dran. Hier brauche ich die Klimaleistung aktuell nicht. Es hat gerade erst wieder in den Bergen geschneit. Aber die Heizfunktion ist ganz praktisch. Die Wave 2 ist die weltweit erste tragbare Klimaanlage mit Heizfunktion. Der speziell angefertigte Kompressor ermöglicht es, 5100 BTU Kühl- und 6100 BTU Heizleistung zu liefern. Das heißt, ein Volumen von 10 Kubikmetern in nur 5 Minuten von 30 Grad Celsius auf 20 Grad Celsius abzukühlen oder umgekehrt aufzuheizen. Mit dem Zusatzakku lässt sich das Gerät 8 Stunden lang betreiben, ohne zusätzliche Stromzufuhr, was natürlich unterwegs nützlich sein kann. Den Akku kann man via normaler Steckdose, 12 Volt Autosteckdose oder Solarpanel laden. Und mit 44 Dezibel ist der Schlafmodus ganz leise und bringt einen so leise und wohltemperiert durch die Nacht. Die Bedienung ist intuitiv und es gibt auch eine App, wie für EcoFlow typisch, die sich sehr leicht bedienen lässt. Ich meine, man muss nach dem Streichen dieses Kreppband immer direkt abziehen, weil eben sonst die Farbe antrocknen kann und das Kreppband mit antrocknen. Das ist natürlich doof, das passiert mir jetzt hier gerade. Und jetzt reiße ich hier so ein bisschen die Farbe ab. Ah, das ist so wild. Also es ist nicht perfekt, aber vom Perfektionismus habe ich mich in diesem Haus ja schon länger abgeschworen. Also meine Idee hier kann entweder richtig cool aussehen, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Ich habe jetzt Farbe gekauft, die auf Kunststoff haften soll, auch ohne Vorbehandlung. Zumindest hat er mir nichts gesagt. Und ich riskiere es jetzt einfach. Tell me, should I know? Wir sind jetzt in den Wohnwagen umgezogen, weil es draußen einfach zu windig ist. Jetzt versuchen wir es mal hier. So, jetzt teste ich mal. Ich hätte gerne hier eine Bank. Gar nicht so sehr wegen der Staumöglichkeit, die habe ich ja theoretisch in diesem Schrank schon genug,
aber vielmehr fürs Feeling, weil dieser Raum einfach, dem fehlt es an Substanz. Ich kann es nicht anders beschreiben. Der Raum wirkt irgendwie leer und ungemütlich. Und ich hoffe, wenn hier jetzt so ein solides Möbel steht, oder so ein solides und nicht so eine Bank halt, dass das dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Gemütlichkeit gibt. Bin mir nicht ganz sicher, wie lang die werden soll. Deswegen habe ich mir jetzt hier einfach Müll gefunden und simuliere jetzt mal, wie groß das Ganze wäre. Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Raum dadurch entsteht oder auch verschwindet. Ne? So, guten Morgen. Ich hole jetzt mal die Schranktüren aus dem Wohnwagen. Das Wetter ist so viel besser geworden als angesagt. Das ist eigentlich, sollte es das ganze Wochenende regnen, tut es auch da drüben und da drüben. Also in den Bergen regnet oder vermutlich schneit es sogar. Aber hier war echt Sonnenschein. Der Regen zieht hier immer vorbei. Also ich habe das Gefühl, im Haus regnet so gut wie nie. Die ist echt so eklig hier drin. Also leider ist das Ganze nicht perfekt geworden. Man sieht so kleine Stellen, wo der Lack einfach nicht drauf gehalten hat. Weil mir einfach ein aggressiver Reiniger fehlt. Und ich die Türen dementsprechend einfach nicht gut genug von Fett wahrscheinlich oder so befreit habe. Oder von irgendwelchem anderen Dreck, wo der Lack nicht drauf hält. Aber grundsätzlich finde ich, ist es ganz okay und ich habe eine Idee, wie ich das vielleicht lösen kann. Nun, wo die wichtigsten Teile gestrichen sind, kann es schon an die Möbel und Deko-DIYs gehen. Das Makramee mache ich nach einem Tutorial auf YouTube und die Bank bauen wir aus einem alten Lattenrost. Ein Möbelstück für das Badezimmer total ohne Plan gebaut wird. Da gehe ich jetzt mal rein. Das sind gerade ohne Plan sind zwei Menschen oft einfach einer zu viel. Aber es müssen noch ein paar kleine Dinge im Bad angebracht werden. Anfangs wollte ich auch noch die Möbelgriffe tauschen. Doch nun, wo die Türchen grün sind, finde ich das doch irgendwie ganz passend. Denn die Armaturen und die anderen Metallelemente im Bad sind auch Silber. Ich bin kein Interior Designer. Ich habe zwar einiges aus meinem Architekturstudio mitnehmen dürfen, das meiste mache ich jedoch intuitiv. Ich versuche mir zum Beispiel vorher eine Art Farbkonzept zu überlegen. Wenn ich mir unsicher bin, probiere ich eben in Photoshop rum oder auch einfach auf der Foto-App auf meinem Handy. Einfach um grob zu schauen, ob das, was ich mir überlegt habe, Sinn macht. Außerdem versuche ich beim Gestalten darauf zu achten, den gleichen Materialien die gleiche Farbe zu geben. Besonders beim Metall wirkt es einfach ruhiger und stimmiger. Eine silberne Armatur hier, eine goldene da, dann schwarz glänzende Möbelgriffe, das sieht einfach zusammengewürfelt aus. Dann bleibe ich lieber bei Silber, auch wenn Silber vielleicht nicht gerade meine Lieblingsfarbe ist. Außerdem gestalte ich am liebsten innerhalb eines Budgets. Ein Architekt, bei dem ich während des Studiums gearbeitet habe, sagte einmal, es ist einfach, gute Architektur für viel Geld zu machen. Doch die Kunst ist es, gute Architektur für kleines Geld zu machen. Und ich finde, dieses schöne Zitat kann man auf viele Dinge übertragen. Natürlich könnte ich mehrere tausend Euro investieren, eine neue, größere Dusche kaufen, den Linoleumboden austauschen und das lange Bad etwas schlauer aufteilen. Aber die Sachen sind doch noch gut. Ich halte nichts von dieser Alles-Wegschmeißen-und-Neumachen-Kultur und finde Räume, die mit DIY-Projekten ausgestattet wurden und wo alte Möbel aufgepimpt wurden, viel sympathischer. Selber machen und kreativ sein, schafft Dinge, die sonst keiner so hat. Einzelstücke, statt ein Bad wie aus einem IKEA-Katalog.
Also, herzlich willkommen zum nächsten Bautag. Mittlerweile habe ich mich ja schon daran gewöhnt, dass alles viel länger dauert, als ich denke. Das Badezimmer mal eben schnell fertig machen, ist einfach nicht. Der Alltag will auch noch gelebt werden. Ich habe einen Partner, bei dem ich aktuell unter der Woche bin, weil ich in der Stadt zum Norwegischkurs gehe. Das Praktische ist, dass ich dann auch viel Zeit habe, durch die Läden zu stöbern und Schnäppchen zu finden oder im Secondhand-Laden nach Schätzen zu suchen. Meine ursprüngliche Idee, das Bad an einem Wochenende fertig zu machen, ist ja nicht so viel, zog sich über 2-3 Wochen. Hier nochmal was streichen, da muss noch was trocknen. Dann habe ich nicht die richtigen Halterungen gefunden und, und. Und auch wenn ich jetzt gern sagen würde, dass das Bad nun fertig ist, fehlen immer noch ein farblich passender Seifenspender, Zahnputzbecher und das Bild für den Bilderrahmen ist auch noch nicht gemacht. Irgendwann stehen auch nochmal größere Projekte an, wie die Fenster und ein neues Dach. Ein altes Haus ist und bleibt wohl immer eine Baustelle. Und es gibt immer etwas zu tun. Wenn mal nicht drin, dann definitiv draußen. Und sobald das fertig ist, geht's drinnen wieder los. Ein bisschen wie im Leben. Da ist ja auch immer etwas, worum man sich kümmern darf. Und vielleicht ist das auch in Ordnung so. Eine Freundin erzählte mir neulich, wie ihr Vater sie fragte, ob sie denn nicht bald mal fertig sein wolle. Wer sagt denn, dass man fertig sein muss? Oder ob man überhaupt fertig sein kann? Ein Haus braucht ständige Wartung, damit es nicht zusammenkracht. Und genauso geht es unserem Körper und unserem Geist. Fertig ist man nie. Es ist ein immerwährender Prozess. Es fehlt noch ein Rücken und ich habe mich jetzt erstmal gegen Scharniere entschieden, weil ich doch nicht die richtigen habe. Jetzt ist es halt einfach zum Abnehmen. Es reicht ja auch vollkommen. Jetzt kann das schöne Teil in die Lackiererei gehen. Es ist endlich soweit. Das Badezimmer ist fertig. Okay, es fehlen noch ein paar klitzeklitzekleine Kleinigkeiten. Aber ansonsten bin ich unheimlich zufrieden. Ich finde, es ist so schön geworden. Und es hat irgendwie total Spaß gemacht, sich mal nur auf einen Raum zu fokussieren und hier quasi alles reinzustecken. Ich habe das Ganze mit ganz einfachen Mitteln gebaut, brauchte dafür jetzt keine krassen handwerklichen Fähigkeiten. Und es ist innerhalb von kurzer Zeit wirklich so schön geworden im Vergleich zu vorher, wo es halt einfach so karg und trist war. Ich habe mich schließlich dagegen entschieden, die grünen Schrankfronten nochmal zu verändern. Eigentlich wollte ich mit so ganz feiner weißer Farbe so Blätter draufmalen und so eine Art Dschungel draus machen. Aber jetzt, wo es alles hängt und fertig dekoriert ist, fallen die Flecken gar nicht so auf. Also irgendwie sieht es sogar aus, als gehört es so. Also ich bin super zufrieden und jetzt wird es Zeit für das Endergebnis. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich über Lobesreden zu meinem Bad in den Kommentaren und würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal.